Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich aus Darmstadt. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Ich werde hier gerade von meinem Traummann geführt. Wir haben es ein bisschen eilig. Wir sind hier unterwegs zu einem Vortrag. Und deshalb wollte ich die Zeit auf dem Weg dahin jetzt mal noch nutzen, um auf die Frage, die ich dir heute hier in der Gruppe gestellt habe, zu stellen. Beziehungsweise darauf einzugehen jetzt hier. Ich weiß nicht genau, wie lange der Vortrag dauert. Ob es dann heute Abend nicht zu spät ist. Hallo, liebe Marina. Schön, dass du live dabei bist. Ich muss das Handy mal anders halten, damit es nicht ganz so wackelt. Also die eine Frage, die ich dir heute gestellt habe, heute Mittag, wo einige Kommentare auch schon, glaube ich, da sind. Ich konnte es mir jetzt während der Autofahrt im Detail nicht so gut anschauen. Werde ich nachher gern drauf schauen. Was würdest du tun? Und diese Frage ist wirklich ganz, ganz primär oder essentiell hilfreich, um deinem Seelenplan näher zu kommen. Was würdest du tun, wenn du ab sofort 5.000 Euro jeden Monat zur Verfügung hättest? Lass das mal auf dich wirken. Mach dir dazu gerne auch mal Notizen anschließend und geh da mal ein bisschen ins Brainstorming mit. Wahrscheinlich kommen da zunächst mal so Antworten wie: Also die wären bei mir früher gekommen. Ich würde erstmal meine Konten wieder ausgleichen. Ich würde mir mal wieder Kleidung kaufen. Ich würde mir mal wieder bessere Ernährung leisten. Also im Bioladen mal wieder einkaufen. Vielleicht kommt bei dir da auch, ich würde einfach mal eine Weltreise machen oder mal 4 Wochen, keine Ahnung, auf die Seychellen verschwinden, in die Südsee, in der Hängematte 4 Wochen abhängen oder solche Dinge. Was auch immer da bei dir kommt oder Wohnung neu einrichten, was auch immer, ganz gleich. So, und wenn diese Bedürfnisse, die du da an erster Stelle jetzt hast, wenn die befriedigt sind, dann geht die eigentliche Frage eigentlich erst in die Tiefe. Wenn du dich dann nochmal fragst, diese Bedürfnisse sind befriedigt, und du hast weiterhin jeden Monat 5.000 Euro zur Verfügung. Was würdest du dann tun? Weil dann kommst du an die Dinge ran. Hallo, liebe Polina. Dann kommst du an das Thema, an die Dinge ran, die du machen würdest, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würden. Das kann sein, dass du dich in sozialen Projekten arrangieren möchtest, dass du ein Beitrag sein möchtest hier für Mutter Erde, dass du anderen Menschen bei irgendetwas helfen möchtest, dass du Organisationen unterstützen möchtest, dass du Kinder unterstützen möchtest, Familien in irgendwas unterstützen möchtest oder irgendwelche Hobbys hast, die du dann mehr, denen du mehr Energie und Zeit schenken möchtest. Denn das sind dann letzten Endes die Dinge, die deinem Seelenplan entsprechen. Natürlich kommt dann im zweiten Schritt: Ach, damit kann man doch kein Geld verdienen. Wie soll das funktionieren? Und. Lass uns da gerne in einem nächsten Beitrag nochmal drüber sprechen. Mach jetzt mal so diese erste Aufgabe. Was würdest du tun, wenn du Monat für Monat 5.000 Euro zur Verfügung hast? Die ersten Bedürfnisse wie Konten ausgeglichen, gute Ernährung, keine Ahnung, neue Wohnungseinrichtung, 4 Wochen abhängen in der Matte, irgendwo in der Südsee oder was auch immer. Aber danach, wenn wir mal ehrlich sind, wir wollen doch alle irgendetwas machen. Wir wollen doch irgendeine Aufgabe haben. Zunächst sehen wir uns möglicherweise danach. Mein Mann führt mich gerade zu den tibetischen Flaggen. Hier drehen wir uns mal um. Schaut mal, wir sind hier in einem buddhistischen Zentrum. Die Dinge, die dann aufkommen, das sind so die wesentlichen Dinge, denn keiner von uns kann sich vorstellen, auch du nicht, für den Rest des Lebens nur in der Hängematte zu liegen und gar nichts zu machen. Wir suchen doch alle nach irgendwelchen Aufgaben. Und dann kommst du an die Essenz. Und in den nächsten Tagen gehen wir da mal weiter in die Tiefe. Okay, alles Liebe, ganz liebe Grüße aus Darmstadt. Bis dann. Ciao.